Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play Train Simulator 2017. Wir sind heute auf der Strecke Hagen-Siegen unterwegs und unsere Aufgabe lautet Last Leg to Siegen. Not far to go until Siegen, where your shift ends. Good luck. Okay. Wir wechseln ins Führerstand, schalten unsere Lok hier auf vorwärts, bisschen den Fahrtrichtungsschalter und warten darauf, dass wir ein grünes Signal bekommen. Das ist jetzt der Fall. Bremse lösen. Und wir fahren los. Bei dieser Lok eine Besonderheit, das werdet ihr vorne gleich an dem Signal Halt erwarten sehen. Wir bestätigen hier diese Signale nicht mit PZB wachsam, also mit der Taste mit runter wie sonst, und hier gar nichts, sondern wir müssen hier auf diese Schaltflächen die Ausrufungszeichen klicken und bekommen auch dafür eine Ansage. Zugbeeinflussung. Okay, bestätigt. Scheiß doch die Wand an! Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play Train Simulator 2017. Wir sind heute auf die Strecke Hagen-Siegen gewechselt und unsere Aufgabe lautet Last Leg to Siegen. Genau, not far to go until Siegen, where your shift ends. Good luck. Wir haben es also nicht mehr weit bis nach Siegen, wo unsere Schicht dann endet. Und man wünscht uns viel Glück. Können wir gebrauchen wahrscheinlich. Wir wechseln den Führerstand, legen den Fahrtrichtungsschalter auf vorwärts, lösen die Bremse und inzwischen hat das Signal auch schon auf grün gewechselt und wir können direkt losfahren. Eine Besonderheit dieser Strecke oder dieser Lokbaureihe 101 besteht darin, dass wir hier vorne gleich ein Signal, was hier schon sichtbar wird, Halt erwarten sehen. Wir bestätigen solche Signale sonst mit PZB wachsam, also gilt runter. Das ist hier nicht der Fall. Hier müssen wir auf diese Schaltflächen im Ausrufezeichen klicken. Zugbeeinflussung. Stehen. Öffnen wir die Türen und lassen die Fahrgäste ein- und aussteigen. Während wir hier auf der linken Seite zwei Baureihen 101 in Sonderlackierung sehen, einmal in Grau oder Anthrazit und einmal in Hellblau.
Wir selber fahren auch eine Baureihe 101, ein Hochgeschwindigkeitsdrehstromlok, allerdings in DB Rot. Ja, können auch mal Licht anmachen. Ist ja schließlich ein verhangener regnerischer Tag, obwohl noch regnet es nicht, aber das sieht so aus, als könnte es jeden Moment losgehen. Die Baureihe 101 wurde ja später durch die ICE-Triebköpfe abgesetzt oder abgelöst. Bis dahin war es eine der schnellsten Loks, wenn nicht die schnellste überhaupt, mit einer Zulassung für 220 Stundenkilometer. So, wir warten darauf, dass die Fahrgäste eingestiegen sind und wir weiterfahren können. Während dort uns schon der Zug aus der Gegenrichtung entgegenkommt. Okay, es kann losgehen. Vielleicht Lust wieder mal mit der Bahn zu fahren. Und da wird nicht etwas unrealistisch. Kein einziges Graffiti auf keinem der Bahn. Weil schon lange wir halt nicht mehr gesehen. Also passt. Wir hätten zwar ein kleines Problem.
Aber die Fahrgäste können alle bequem aussteigen. Wie sieht die denn da aus? Zweimal dieselbe Frisur. Naja, gut, okay. Scheint ja modern zu sein. So, die Fahrgäste sind eingestiegen. Es könnte weitergehen. Seek permission to pass the signal ahead with the tab key. Entschuldigung. Wir sollen uns also die Genehmigung holen, das Signal zu überfahren mit der Tab-Taste. Das habe ich jetzt gemacht. Wir dürfen überfahren. Los geht's. Bremse lösen natürlich erst. Und ich bin mal gespannt. Normal müsste man das ja... The next Mexico will encounter is broken. Engineers are working on it. Okay, alles klar. Normal müsste man das jetzt mit PZB Befehl 40 bestätigen. Ah, ja. Wir müssen nur wieder unsere Schaltfläche nehmen. Alles klar. Okay, die Meldung eben hat uns gesagt, das nächste rote Signal ist defekt. Arbeiter sind dabei am Arbeiten. Und wir sollen uns dort wieder die Genehmigung zum Überfahren einholen, um eine 20-Minuten zu vermeiden. Dann schauen wir mal, was uns hier auf den nächsten 2,5 Kilometer aus dem Verweidenauer erwartet. Zunächst mal wieder den Einfluchthalter. Geht das noch? Ja, dann nimmt's noch an. Die ersten beiden waren komplett am Bahnsteig vorbei. Holla, die Waldfee. Das ist aber auch kurz, der Bahnsteig hier. Meine Herren. Ja, Punkt Abzug. Aber wahrscheinlich eher fürs zu viel Quatschen. Thank you.
So. Schauen wir nochmal nach draußen. Diesmal genau vor dem Signal angehalten. Klappt doch. Unsere Fahrt müsste jetzt zu Ende sein. Wir warten auf unsere Ablösung. Szenario abgeschlossen, well done, we have completed the scenario and made each stop, you can now clock off. Also wir haben Feierabend. Vielen Dank fürs Zuschauen und vielleicht seid ihr auch bei der nächsten Mal wieder dabei.